einer Welt, in der das Gewöhnliche auf das Unaussprechliche trifft, in der die Geschichte Geschichten erzählt, die absurder sind als die Fantasie eines Hollywood-Drehbuchautors, gibt es Erzählungen, die unser Verständnis herausfordern, unsere Neugier kitzeln und die Grundlagen dessen erschüttern, was heute zu unseren Werten gehört und was wir zu kennen glauben. Wir laden Sie ein zu einer Reise durch die Zeit, einer Erkundung der dunkelsten und unglaublichsten Winkel unserer Geschichte. Von radioaktiven Spielzeugen bis zu Ziereinsiedlern in Villengärten, von unerhörten medizinischen Praktiken bis zu Duellen in Heißluftballons. Dies sind die Geheimnisse, die die Vergangenheit in ihren Falten verborgen hat. Machen Sie sich bereit, die seltsamsten, gefährlichsten, abwegigsten und absurdesten Fakten kennenzulernen, die die Geschichte begraben hat. Einige werden Sie zum Schmunzeln bringen, andere werden Sie sprachlos machen, aber alle werden Sie zum Nachdenken darüber anregen, wie bizarr die Reise der Menschheit durch die Jahrhunderte ist. Dies ist nicht nur eine Reise durch die Zeit, es ist ein Abenteuer ins Unerwartete, eine Einladung, hinter die Kulissen der menschlichen Existenz zu blicken. Sind Sie bereit, in die Annalen des Absurden und Unglaublichen einzutauchen? Dann beginnen wir ohne weitere Umschweife unsere Reise mit dem ersten dieser tatsächlich existierenden, unglaublichen und absurden historischen Fakten. In den 1950er Jahren, dem goldenen Zeitalter der nachkriegszeitlichen Unschuld und des Enthusiasmus für wissenschaftlichen Fortschritt, fand ein besonderes Spielzeug seinen Weg in die Kinderzimmer und versprach atomare Abenteuer an der Grenze zwischen Bildung und Absurdität. Es war das Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, ein Wissenschaftsset, das sich nicht auf einfache Experimente der Chemie oder Physik beschränkte, sondern etwas viel Kühneres bot: echte Urahnproben. Stellen Sie sich die Szene vor: Kinder, die sich um ihr neues Spielzeug versammeln, mit vor Staunen geweiteten Augen und Materialien handhaben, die heute strengen nuklearen Sicherheitsvorschriften unterliegen würden. Das Set enthielt alles, was nötig war, um junge Wissenschaftler auf den Weg der nuklearen Erforschung zu bringen, von Geräten zur Detektion von Radioaktivität bis zu detaillierten Handbüchern, die versprachen, die Geheimnisse der Kernenergie zu enthüllen. Mit einer gewissen Ironie können wir darüber nachdenken, wie dieses Set emblematisch für eine Ära war, die im Nuklearen den Schlüssel zu einer Zukunft unbegrenzter Energie und Möglichkeiten sah, wobei die Risiken der Radioaktivität fast vollständig ignoriert wurden. Die Faszination für das Atom war so groß, dass sogar die Gefahren seiner Macht in Spielzeuge für die Bildung und Unterhaltung der Jüngsten verwandelt wurden. Aber das Gilbert U-238 Atomic Energy Lab war kein Einzelfall in der bizarren Galerie radioaktiver Spielzeuge. Obwohl es das bekannteste Beispiel bleibt, gab es andere Produkte, die die Anziehungskraft des Radioaktiven nutzten, um junge Konsumenten zu faszinieren. Von Figuren, die im Dunkeln dank Farben mit radioaktiven Materialien leuchteten, bis zu Chemiesets, die mit leicht radioaktiven Substanzen spielten, um magische Reaktionen zu erzeugen, flirtete die Spielzeugindustrie mit dem radioaktiven Element mit einer Unbekümmertheit, die heute fast unglaublich erscheint. Abschließend sei gesagt, während das Gilbert U-238 Atomic Energy Lab der berühmteste Vertreter dieser naiv radioaktiven Ära bleibt, stellt es nur die Spitze des Eisbergs in einer Zeit dar, in der die Auswirkungen der Radioaktivität nicht als große Gefahr wahrgenommen wurden. Dieser spielerische Umgang mit dem Atom erinnert uns daran, wie sehr sich unsere Wahrnehmung der radioaktiven Risiken verändert hat und verwandelt das, was einst ein lehrreicher Spaß war, in eine überraschend beunruhigende Erinnerung an den atomaren Optimismus der Vergangenheit. Im Theater des Absurden, das die menschliche Geschichte ist, schenkt uns das 18. Jahrhundert in England eines der bizarrsten Spektakel: die Verwendung von Einsiedlern als Gartendekorationen. Ja, Sie haben richtig gehört. In einer Epoche, in der Opulenz und zur Schaustellung von Reichtum wirklich exzentrische Formen annehmen konnten, beschlossen einige Aristokraten, dass das Nonplusultra der äußeren Zierde nicht eine griechische Statue oder ein Heckenlabyrinth war, sondern ein echtes menschliches Wesen, vorzugsweise bärtig und mit nachdenklicher Miene, bestimmt in einer Hütte in ihrem Garten zu leben.
Diese ornamentalen Eremiten wurden nicht aus den Reihen derer rekrutiert, die aus einer echten spirituellen Berufung die Einsamkeit suchten. Stattdessen waren es Individuen, die aus diesem oder jenem Grund bereit waren, die Rolle von Garteneinsiedlern zu übernehmen, auf das soziale Leben zu verzichten, um in Isolation zu leben. Oft mit der einzigen Aufgabe, beim Meditieren, Lesen oder Dichten gesehen zu werden. Im Gegenzug erhielten sie Unterkunft, Verpflegung und manchmal ein ordentliches Gehalt. Das Abkommen mochte verlockend erscheinen, aber es gab einen Haken. Diese Eremiten mussten eine Aura tiefer Einsamkeit und Nachdenklichkeit annehmen, als wäre ihre Präsenz der Höhepunkt irgendeiner tiefen philosophischen Wahrheit, statt eines launenhaften der aristokratischen Mode. Die Vorstellung, seinen Garten mit einem lebenden Eremiten zu schmücken, mag uns heute unglaublich extravagant erscheinen, aber sie spiegelte die Faszination der Epoche für das Erhabene, das Malerische und, wagen wir zu sagen, das absolut Lächerliche wider. Dieser Trend sagt viel über den Wunsch jener Gesellschaft aus, ein Bild spiritueller Tiefe und Verbindung zur Natur zu evozieren, während sie bequem innerhalb ihrer luxuriösen Grenzen blieb. Stellen Sie sich vor, Sie sind Gast in einem dieser Anwesen, spazieren nach dem Nachmittagstee durch die Gärten und stoßen plötzlich auf einen Mann, der eher wie ein griechischer Philosoph als ein britischer Bürger aussieht, offenbar verloren in tiefen Gedanken. Oh, stören Sie den Eremiten nicht, würde der Gastgeber Ihnen mit einem zufriedenen Lächeln zuflüstern. Er ist hier, um über die Existenz nachzudenken. Und Sie, bemüht, eine ernste Miene zu bewahren, würden sich fragen, ob die Existenz, über die er nachdenkt, die Absurdität seiner eigenen Situation einschließt. Die Garteneremiten des 18. Jahrhunderts sind ein perfektes Beispiel dafür, wie die Suche nach Einzigartigkeit und Status zu unglaublich exzentrischen Erscheinungen führen kann. Diese extravagante Praxis bietet uns einen Einblick in eine Epoche, in der es nicht nur akzeptabel, sondern sogar modisch war, einen Mann zu haben, der als Einsiedler im eigenen Garten lebt. Eine Erinnerung daran, dass das Verlangen, sich abzuheben, manchmal erstaunlich seltsame Wege nehmen kann. In China gab es in der Vergangenheit ein Phänomen namens Fußbinden, eine jener historischen Gepflogenheiten, die einen die Monotonie moderner Trends wirklich schätzen lassen. Tatsächlich war in China über Jahrhunderte der Gipfel weiblicher Schönheit durch kleine und deformierte Füße repräsentiert, alles erreicht durch die grausame Praxis des Bindens. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das größte Kompliment für eine Frau wäre: Liebste, deine Füße sind so klein und verdreht, dass du kaum gehen kannst. Einfach göttlich. Diese Praxis begann in der Kindheit, als die Füße der Mädchen so fest gebunden wurden, dass ihr natürliches Wachstum verhindert wurde, was nicht nur unsägliche Schmerzen verursachte, sondern auch eine Reihe von Gesundheits- und Mobilitätsproblemen. All dies natürlich im Namen der Schönheit und einer wünschenswerten Ehe. Ja, denn nichts sagt bereit für die Ehe wie die Unfähigkeit, sich frei zu bewegen. Und während wir uns heute zu Recht über diese Praxis empören, können wir nicht umhin, ironisch darüber nachzudenken, wie jede Epoche ihre eigenen Schönheitsobsessionen hat, die im Nachhinein ebenso absurd erscheinen. Vom Fußbinden bis zum Thigh Gap ist die Geschichte der Menschheit von Schönheitsidealen durchzogen, die die Nachwelt fragen lassen: Was zum Teufel haben Sie sich dabei gedacht? Glücklicherweise begann diese Praxis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit zu geraten. Was uns dazu bringt, über den Wahnsinn nachzudenken, den Körper zu verändern, um einem Ideal zu entsprechen. Und während wir das letzte Foto von unglaublich kleinen Füßen auf einem antiken chinesischen Instagram-Scroll wegwischen, können wir nur hoffen, jetzt ein bisschen weiser zu sein. Oder vielleicht auch nicht. Die Geschichte hat schließlich ihre eigene Art, sich zu wiederholen, ob mit kleinen Füßen oder nicht. In England des 19. Jahrhunderts, jenem bezaubernden Ort, an dem Liebe und Ehe manchmal mehr einer Viehtransaktion als einer heiligen Union ähneln konnten. Nichts sagt "Ich liebe dich" so sehr wie deine Frau auf dem örtlichen Markt zu versteigern.
nicht wahr? Ah, die romantischen britischen Traditionen. Zwischen 1780 und 1850 wurden sicher die Fälle von mindestens 300 verkauften Ehefrauen registriert. Freie Frauen, die wie eine käufliche Ware behandelt wurden. Zusätzlich zu den Fällen von vielen Frauen, die nicht registriert wurden. Ja, in einer bizarren Ecke der britischen Geschichte finden wir die überraschend nicht so seltene Praxis des Verkaufs von Ehefrauen. Männer aus allen sozialen Schichten, müde von ihren Gattinnen oder einfach auf der Suche nach einem Wechsel im ehelichen Szenario, begaben sich zum nächstgelegenen Markt, um ihre Frau an den Meistbietenden zu verkaufen. Und um das Ganze offiziell harmlos zu machen, warum nicht eine Lizenz hinzufügen, nur um zu sagen, ich mache alles regelkonform, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich das vor, eine Dorfkirmes, Gemüsestände, Vieh und, oh, schauen Sie dort eine Ehefrau zum Verkauf komplett mit Schleife, denn die Präsentation zählt auch bei solchen Gelegenheiten. Eine leicht gebrauchte Ehefrau, aber noch in gutem Zustand. Wer bietet mehr? Sie können fast die Auktion hören, die zwischen dem Kauf von Kartoffeln und dem Verkauf einer Kuh voranschreitet. Nun, bevor wir uns allzu sehr entrüsten, erinnern wir uns daran, dass diese Praxis nicht vollständig legal war. Aber in einer Gesellschaft, in der die Scheidung ein Luxus war, den sich nur die Reichsten leisten konnten, schien der Verkauf einer Ehefrau für manche eine pragmatische Option zu sein. Und vergessen wir nicht das Element des öffentlichen Theaters. Manchmal waren beide Parteien mehr als glücklich, sich zu trennen, was die ganze Angelegenheit zu einer Art armen, aber spektakulären Scheidung machte. Abschließend, während wir heute ungläubig den Kopf über solche Praktiken schütteln mögen, dient uns der Verkauf von Ehefrauen als Erinnerung daran, dass, unabhängig davon, wie weit wir zu sein glauben, die menschliche Geschichte mit Momenten gespickt ist, in denen die Realität die Vorstellungskraft übertrifft. Und für diejenigen unter Ihnen, die innovative Wege in Betracht ziehen, um ihr Liebesleben aufzufrischen. Vielleicht, nur vielleicht, gibt es bessere Optionen als die Auktion. Ah, die guten alten Zeiten, als der Arzt Ihnen Kokain verschreiben konnte, um praktisch alles zu heilen, von einem einfachen Kopfschmerz bis zu einer vorübergehenden Melancholie. Hartnäckiger Husten? Keine Sorge, hier ist etwas Kokain. Zahnschmerzen? Kokain. Gefühle von Traurigkeit? Sie haben es erraten. Kokain. Es war, als hätte der Apotheker der Vergangenheit nur eine Taste, und diese Taste war mit K beschriftet. Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Apotheke jener Zeit, klagen über einige kleine Wehwehchen, nur um mit einem Rezept herauszukommen, das Ihnen heute eine kostenlose Reise ins Gefängnis einbringen könnte. Und obwohl es stimmt, dass Kokain ein ausgezeichnetes lokales Anästhetikum ist, war seine Verwendung als Allheilmittel gelinde gesagt ein wenig optimistisch. Ja, denn was könnte schon schiefgehen, wenn man eine hochgradig abhängig machende und potenziell verheerende Substanz mit der gleichen Nonchalance verschreibt, mit der man heute einen Kräutertee empfiehlt? Nebenwirkungen? Oh, Details, Details. Was macht es schon, wenn Sie sich energiegeladener fühlen als ein Duracell-Hase mit der Angst eines Börsenhändlers am Tag des Crashs, solange dieser lästige Halsschmerz verschwunden ist, nicht wahr? Abschließend, während wir über dieses kuriose Kapitel der Medizingeschichte nachdenken, ist es schwer, nicht nervös zu lächeln, wenn wir daran denken, wie weit wir gekommen sind, oder zumindest glauben wir das gern. Und das nächste Mal, wenn Sie Sehnsucht nach den guten alten Zeiten verspüren, denken Sie daran, dass vielleicht, nur vielleicht, sich einige Dinge zum Besseren gewendet haben. Und so, liebe Zuschauer, sind wir gemeinsam durch die stürmischen Gewässer der Geschichte gesegelt und haben einige der bizarrsten und unglaublichsten Praktiken entdeckt, die die Menschheit je erdacht hat. Vom Spielen mit dem Atom in Kinderkits bis zur Aristokratie, die Einsiedler als Gartendekorationen verwendet,
von der schmerzhaft verdrehten Mode des Fußbindens bis zum Verkauf von Ehefrauen wie Vieh, bis hin zum goldenen Zeitalter der medizinischen Verwendung von Kokain. Ja, wir haben heute eine ganze Menge abgedeckt. Aber keine Sorge, Liebhaber der Geschichte und des Ungewöhnlichen, das ist erst der Anfang. Wir haben viele weitere seltsame und wunderbare Geschichten für Sie auf Lager. Geschichten, die Sie zum Lachen, Nachdenken und vielleicht sogar zum Schaudern bringen werden. Wenn Sie also unsere nächste Reise durch die unglaublichsten Kuriositäten unserer Vergangenheit nicht verpassen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie diesem Video ein Gefällt mir geben und unseren Kanal abonnieren. Wir stehen erst am Anfang dieses Abenteuers und versprechen, dass es noch weitere absurde und bizarre Geschichten zu erzählen gibt. Wer weiß, welche anderen extravaganten Geheimnisse hinter der Ecke der Geschichte auf uns warten. Also, liebe Freunde, haltet euch bereit, behaltet einen offenen Geist und vergesst vor allem nicht, auf den Abonnieren-Knopf zu drücken, um keine Episode unserer Erkundung der unglaublichsten Fakten und seltsamsten Kuriositäten zu verpassen, die die Welt zu bieten hat. Bis zum nächsten Mal, Entdecker des Bizarren.